4 bis 3 ist stark, ja, aber schwierig zu hitten. Wie auch andere Fated-Spieler. Sprich, bis dahin auch nicht auf 50 Gold runterrollen. Erstmal das Level erreichen. So. Aber Spiel TFT ist sehr dynamisch. Ja, TFT ist sehr dynamisch durch viele verschiedene Faktoren. Dementsprechend ist das nur ein Richtwert. Also manchmal ganz häufig kannst du auf 4-1 rollen. Manchmal musst du 4-5 rollen. Ja. Zieht so. Also es gibt nicht nur die eine Art und Weise zu spielen. Jeder Spieler spielt da schon anders, ist das Ding auch. Ich habe 1, 2, 3, 6, 7. Ja, so ungefähr. Zieh so. So, kein Thema. Oder Tom, Ausrüstung Exalted. Wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kannst du auch Exalted ignorieren. Du siehst ja auch, ich spiele selten Exalted. Ist auch. Ich spiele super selten Exalted, aber reicht trotzdem aus. Die Voraussetzungen in dem Command nicht erfüllt sind, brauchst du Exalted gar nicht angucken. Kampf aber wie Exalted spielen, dann bist du Achter häufiger als andersrum. Was ist das jetzt? Ich hab vergessen. Ich krieg halt keinen Amumu, ne? Amumu wo, die Beute? Ich hab keinen, ich hab Bart. I can't. Bart leider. Box. Ich hätte gerne noch Dings gespielt, Fortune. Ich wollte Fortune rollen. Hä? What the fuck? What the fuck? Hä, hey, warum lässt er mich nicht groß schreiben? Hä, hey, warum lässt er mich nicht groß schreiben? Ja, komisch, warte. This guy do smoking here. I go where the trouble is. Das große Schwert weit entfernt. Ja. Ja, ich hatte keine Sorge. Ah, ich muss aber zugeben hier, also Kaiser ist hier turbo hard contested. Kaiser ist hier turbo hard contested. Das Game wird schwierig. Deine Crypto Moons, danke auch für 12 Monate. Du fragst es auch. Willst du Fortune 3 auch spielen oder ist Fortune 5 wichtiger? Wenn du Fortune 3 spielst, kannst du auch 5 Fortune 5 spielen. Bis Fortune droppt und dann droppst du das. Du bist doch sowieso verlernt. Ich sollte am Anfang bis Level spielen. Nur wenn es passt. Wenn du Loose-Streak bist, dann kannst du es auch spielen, ja? Wenn du Windstreak bist, dann spielst du einfach dein Windstreak-Board vielleicht. Ihn als ja allgemein gefasst alles ja. Das. So
Mein Weltgeister, schwierig alle. Ich muss noch auf mein eigenes Game achten, aber einfach Frage nochmal stellen. Hallo Panda, wann und wo nach dem Scheiß, welch kommt, zockst? Habe ich auch schon öfter gezeigt. Frag mich das nach dem Game. Oh Gott, ich habe mich aufgepasst. Frag mich das nach dem Game. Dann machst du eine Wiederholung von mir auf. Spulst bis Stage 2.1. Schaust dir die Items, Augmente, Units an. Hörst zu, was ich sage. Und dann, also, dann prediktest du selber, was du spielen wollen würdest. Und dann guckst du, was ich spiele, welcher Platz ich geworden bin. Und dann hörst du dir an, was ich da gesagt habe in Stage 2. Da lernst du innerhalb von einer Stunde die meisten Comps. Woran man die Openers erkennt. Ja, eine halbe Stunde, eine Stunde das machst, was ich gerade gesagt habe in meinen Wiederholungen. Und ich das halt auch erkläre. Solltest du eigentlich. Oh mein Gott, Sekunde. Dann solltest du eigentlich fast alle Comps können. Ich spiele auch Full Flex, also ich spiele alle Comps. Weil ich mein Stream aus. Würde ich vermuten. Mein Dingelchen. So mache ich das auch. Also so mache ich das ja auch, wenn ich Wiederholung gucke. Aber kann ich dir gerne nach dem Game nochmal zeigen, wenn du willst. Jetzt einfach. Hier ist so eine Fackel. Ich will eigentlich Dinges noch gar nicht spielen, ne? 2-6, 2-6, 2-6, so zwei Runden und dann 3-1, 3-2, 3-3 und dann 3-5, 3-6, 4-1, 4-2. Wenn ich maximal 3 rolle, dann ist okay, aber ich will eigentlich nicht riskieren, maximal 3 zu rollen. Das ist nicht gut. Bekomme 18 Stacks mit 5er. Nächste Runde darf ich nicht Fortune spielen. Actually, ja, nächste Runde darf ich actually nicht Fortune spielen. Dann bekomme ich 20 Stacks. Eine Runde chillen. Das heißt, wir spielen Teemo. Teemo Kobuko. Ja, so Kate. Der oben fort sowieso. Kann ich nichts machen. Nein. Der oben sowieso. So, der. Na, ich hab Fortune drin! I'm rolling! Hab's gerade noch gesagt. Scheiße. Hab's gerade noch gesagt, es sind alle Kaiser. Fortune into Ash einfach. Ich hab's gerade noch gesagt, Mann. Oh Mann. Voll ich. Wir sind ja Ash jetzt einfach. Fortune into Ash. Ich krieg nächste nochmal Epoch, ne? XP bekomme ich? 6 XP. Im Pre-Level. So, Last Whisper irgendwann, Infinity Ash. Ich glaube, wir sind einfach Ash, oder nicht? Bin mir sicher, die sind alle Kaiser. Stormbird, Warmox, Annie. Ohne Bert. Günne. Jobquest. Du von euch. Aber Lux. Ich hab jetzt so viele Komponenten. Finish it.
Ohne Scheiß. Stone. Sicherlich kann das nicht der Play sein. Wenn ich aber sehe. Der eine ist auch hoch, ja. Entschuldigung. Das kann sicherlich auch nicht der Play. Just so. Wir sind Ashe 100%. Aber mein schwächstes Team, das geht. Shit, ich hab Trickshot. Ein Bow hier. Hello, Mortok! Okay, Infinity Edge. This? What I'm supposed to watch. It's a sport that's good. Danach müssen wir das Spiel spielen. Oh, please, Alter. Junge, ich habe 3 Schmieden oder so. 3 Schmieden, kein Bau. 100 Items, kein Bau. Hello. Mordog. Are you okay? Ich hätte ihm Schwert bauen können. Ihm Schwert, Infinity Edge. Mein Rage Spell hätte ich Deathbed bauen können. Mordog, are you okay? Are you trolling me or just a what? Knapp, knapp überleben, komm. Knapp verlieren. Knapp verlieren, komm, ein Fight knapp noch verlieren. Dann haben wir Gucci, dann kriegen wir Epoch, dann haben wir unendlich Gold. Irgendwas sollten wir hitten können. Haben wir dich,
Was Whisper, please. Okay. Ich hätte Dings. It's fine. I'm fine, it's fine. Ich hab aber Loose noch. So, durch über 20 AP, aber dann hab ich zwei Leben zumindest. Wir haben zwei Leben, ist okay. Zwei Leben ist jetzt aber hinten. Scheiße, Flash 2. Alles oh, Thunder war. Hab ich allen Chat. Hab ich nochmal. 6 XP, ne? Das geht aber Silas von mir aus. So, wir suchen noch Amumu, Amumu, Naut, Annie. Naut, Amumu, Annie. Dann von mir aus Alun, können wir Silas dann lassen. So das reicht. Also wenn das Team mir nicht reicht, dann presse ich einen Besen. Surely. Das Team nicht reicht, presse ich einen Besen. Okay. Die Stärke geht auch einfach gar nicht mehr. Ich habe schon einen Ticken, also ein, zwei Rolls hätte ich schon früher aufhören können, aber. Lieber safe, wenn sorry, würde ich dir sagen. Ja, Teaming abbauen. Ich habe alle meine Jungs. Tank Item, Clock Adaptive, Clock Adaptive, Clock Steadfast einfach. So. So, Ornithine Battle Naut. Horizon Sun, yeah, oh, actually, you're right. Basic Madaria. Yeah, I think N is a better unit, but yeah, I guess items might be better on him. Horizon. But it's only one item, right? Only Horizon. I think the other items. I mean, you can also argue that the other items are better than any. Ist auch Fortune gewesen, ne? Shit. Yeah, this was a real Fortune player. Shit. Sucks. I just need to greet the stage for 5-1. Don't think I can roll here. I don't think I can roll here, like, the team's already so strong, like. Can't get much stronger on 8. Yeah, now I have Eternal Winter. I think this is pretty sure 10 times better on Nautilus. Yep, no, it's fine. No, it's better on any. Yeah, it's better on any. Only a Horizon on him. Yeah, but I would like to transfer the real tank items to Annie at some point. I just hit on too early, so I gave him. I gave on items. Shit, I shouldn't give on items at the beginning. It's okay. On is tanky as fuck. Yeah, this was like this was the other like Fortune guy. He has Ricochet. He could play Fortune longer than I did. Oh, Silas kann raus. Ne? Glaube ich, nehme Tier mit Flair. Ich nehme Steadfast mit, glaube ich. Steadfast mit 5 Gold. Steadfast for On.
Ob's okay. Solange Ashe nicht angegriffen wird, können wir easy gewinnen. Der hat halt Lucky Ricochet 4 Trickshot, der burstet halt meine Backline einfach down. Danke dir, Wumas. Danke auch für 58 Monate. Gut, krass ist dir auch. Alles klar, MPH? Random Silas? Ja, ich bin Silas strong. I mean, this is not bad, but. This is actually fine, but yeah. Looks weird, but it's fine, man. Fast. This is adaptive. I need to chill, like, I can't roll, I don't know. I can't roll it. Look, adaptive, hitting me deuce, but it needs also needs to really hitting me deuce. Any hitting me deuce is not it. Yeah, at some point. Also, Wumas ist keine 58 Kürz, musst du dazu schreiben. Wumas macht am besten. 2. Besten dazu schreiben, aber ja, kann auch danach schreiben. 10. 20, ja, Beomorph wäre auch guter. 20, 30, 40, 50, 56, 57, oh, 58, dank der auch. Mana Shield gut? Ich glaube nicht. Höchstens Jenner kommt. Kicks Exalted rein? Oh, hab ich nicht nachguckt. Nee, danke. Exalted ist Amumu. Ist Amumu und das war's dann gefühlt für mich. Beomorph Dried, Exalted. Maybe another Amumu. What's this? Horus Claw. Okay. Eine Runde, komm, eine Runde beleben, dann gibt's auch neuen All-In. Shit, der hat. Wie heißt der Scheiß? Der hat Dingens gerollt. Bash ins gerollt, einer. Bin ich. Er darf halt nicht Saiya zweiten. Das war glaube ich nicht mehr mit schwierig. Dann burst der Team 100% auf. So, wie spielen wir das Team hier? Einer Mumu kann raus für Udyr. Ein Silas kann raus für Lissandra. Und dann auf Level 9 kann ich Lux spielen, ne? Das ist mein Board, der. Scheiß auf 4 Invoker und so. Wen interessiert jetzt? Sicherlich spielen wir nicht ihr Räder 2. Ja, die sind alle Kaiser, ne? Predicted. Die haben alle schon stark nach Kaiser aus am Anfang. Die Avenge Clear Mind, like, surely spiel ich die jetzt noch. What is this? What is this? Nah, the Banshees! Shit! Okay. Muss ein Beomorph reintun. Ich brauch Udyr. Fresh sogar das auch. Das ist mein Board, ja? Die Thunder Lux können wir gar nicht spielen. So richtig. Aber ich meine, niemand wird den rauskicken. Der hat auch schon Zahl 2 getroffen, ne? Scheiße, Mann. Ich muss gegen ihn aufstellen. Das ist der Einzige, der mich wirklich besiegen kann.
Alter, vier Bots können wir nicht wirklich spielen, so. Ich muss die auch nach außen tun, die müssen zuerst ulten und dann. Solange wir den dodgen, können wir Top 4 machen. So, sobald ich nah an Naut 3 dran bin, muss ich. Ich muss jetzt schon verkaufen, oder nicht? Ich muss jetzt schon verkaufen. Hat irgendjemand Ash? Jemand hat Ash, ne? Dann müssen wir Ash verkaufen. Aber der ist gleich draußen, theoretisch. Hat jemand Andy? Also, der Ash spielt halt auch Andy, ja? Ach, ist halt Ash und Andy, ja? Draußen? Das war ich bin noch nicht nah da. Fuck. Fuck. Ich hätte Annie noch schnell verkaufen müssen, wenn ich könnte. Hoffen wir, dass der Silas nicht meine Backhand killt. Mal locken jetzt hier, Sand. Ich könnte eigentlich natürlich noch gerne Items geswappt, aber. Geht nicht. Wir müssen ihm schnell drei Items geben. Beziehungsweise so aufstellen, dass es Ohren dem Item gibt immer. Mach nicht diesen Out doch. Was? Warum soll ich denn nicht hier Out machen? Warum soll ich den Out machen? Ich gebe ihm Adaptive. Er muss einfach erst. Er muss die Ulti einfach instant machen. Dann können wir gewinnen. Ihn als Syndra weiß ich nicht, ich habe nicht auf Syndra geachtet. so will ich nicht sagen. Deine Rolldowns. Holy. War der Belt nötig? Doch so ein bisschen Items. Den Belt hatte ich auf ihm, als in Stage 5.1 kann nichts mehr übrig war und ich auch noch keine 6 Nautis hatte. Und ich habe 8 HP, du solltest jede Ressource nutzen, die du hast. Und Belt ist ja eine gute Ressource für Tanks, also. Ja. 5.1 wusste ich noch nicht, dass ich Nautis treten werde. Das gewusst hätte, hätte ich ihm natürlich diese Items gegeben. Aber muss ich dann nicht. Ich glaube, wir müssen aber 10 pushen. Ich glaube, wir müssen jetzt schon. Ich darf ja nicht mehr rollen. Nein. Die Rolls waren schon zu viel. Ich meine, wenn ich 10 erreiche, dann kann ich easy gewinnen können. Aber ich muss halt weg von diesem Naut stellen. Weg von diesem Nautstellen irgendwie. Von diesem Gnarstellen. Bevor er mich killt. Oh, one more, fuck it! Boom, 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 boom! Fortune, baby! Erstmal, ich hätte nicht rollen dürfen. Mein einziger Power. Scheiße, Lisa, Power Up, 4 Porzellan. Ist der Ohren for Porzellan? No, Ohren gives items to Nord. Nautilus. And I mean. Would you play Lux 1 over on 2? I wouldn't. I guess if I had like 3 slots open, maybe. I guess if I had 3 slots open, then I could swap items. But then would. If I get a remover here, maybe. Yeah. Yeah, if I had a remover, I think. Then it would be fine, I think. I don't think I should swap now.
The problem is, Nautilus is tanky now. The issue is, if Gnar wraps around, right? Gnar wraps around when I'm fucked. Yeah, I trust you guys, chat. I shouldn't trust you guys, chat. I shouldn't trust you guys, chat. Why am I trusting you? You're griefing me. You're grieving me, guys. Fucking grieving me, guys. I just need to be careful of him. Why not? Is anyone looking for Freeze? Oh shit! But if he doesn't have. Okay. The focus. Lee. Das warst du doch nicht? Okay, wer sucht hier noch irgendwas? Morgana 3? Morgana ist auch contested, also. Zweifel ich mal. Yeah, I guess. I should have done it earlier. I should have done it as ASAP as soon as I got locked. So I could transfer items to him, right? Yeah, I guess. Thanks, chat. Thanks, Chetto. Lang stand now 3? 8 Sekunden. Nautilus, do it! Boom! One more, fuck it! Boom! Fuck it, now all you, buddy, all you, boom, 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 all you. Good job. Jeez. Hello. Let's go, chat. Single Bell tut zu weh. Weil wenn er mir am Anfang geholfen hat. Ich hatte 8 HP. Ich habe halt gegen den anderen Fortune-Spieler verloren, der mehr Fortune hatte.